Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Heute habe ich ein paar Shisha-Tipps für euch, die sowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen bestimmt hier und da helfen können. Ich habe mich mal umgehört, was so die häufigsten Fragen sind, was man auch so auf Google sieht, was eben oft gegoogelt und gesucht wird. Deswegen heute das Video, gesammelte Antworten auf ein paar der wichtigsten Shisha-Fragen. Die erste Frage, die ich da gefunden habe, ist, wie macht man Kohle aus? Ich meine, ich habe Videos, wie man Kohle anmacht, wie man Köpfe baut, wie man Köpfe vorbereitet, wie man raucht, was man an Tabak mischen kann. Aber was macht man, wenn der Kopf fertig ist? Meiner Meinung nach gibt es da 2 bzw. 3 Möglichkeiten. Die erste ist, ihr lasst die Kohle einfach auf dem Kopf liegen und wartet, bis Asche draus geworden ist, schnickt das Ganze dann einfach in die Spüle und wascht die Asche weg. Da müsst ihr aufpassen, dass das wirklich lange genug lag und die Kohle auch wirklich aus ist. Was ich persönlich immer hier im SWG-Studio mache, ist, ich habe 2 verschiedene Kohlekörbe. Einen, den ich benutze für Kohle, die halt an ist, um die hin und her zu tragen, und einen, der eine Metallwanne hat, die geschlossen ist, und ich habe da Wasser reingefüllt. Das heißt, immer wenn ich das Studio verlasse, aber eigentlich noch Kohle an hätte, nehme ich die Kohle und schmeiße sie da rein. Das muss natürlich kein Kohlekorb sein, ihr könnt dafür alles benutzen, irgendeine Metallschale, eine Tonschale, irgendwas, was ein bisschen hitzebeständig ist und halt vor allem wasserdicht ist. Dann schmeißt ihr da einfach die Kohle rein und schon ist die Kohle gelöscht. Die andere Option ist, ihr legt die Kohle wieder in den Kohlekorb. Da müsst ihr aufpassen, dass euch die Kohle auch rausspringen kann. Also wenn ihr das machen wollt, dass die Kohle im Kohlekorb ausgeht, dann am besten einbesorgen mit einer Abdeckung oder noch eine Metallabdeckung basteln. Eine weitere Frage, die man sehr, sehr oft im Internet findet, ist, welcher Kopf raucht am besten? Das ist eine Frage, die ein bisschen tricky zu beantworten ist, weil im Grunde hängt es nicht nur vom Kopf ab, sondern auch, wie ihr den Kopf baut. Es gibt aber Köpfe, die sind deutlich einfacher zu bauen und es gibt Köpfe, die halten die Hitze besser. Und das ist auch schon das wichtige Stichwort. Im Grunde braucht ihr einen Kopf, der aus einem gescheiten Material ist, sodass er die Hitze sehr gut aufnehmen kann und sehr gut an den Tabak weitergeben kann. Gleichzeitig sollten die Hitzeeigenschaften aber auch so sein, dass der Kopf die Hitze auch gut hält. Ja, das heißt, es sollte sehr gleichmäßig sein. Da gibt es ein paar Köpfe, die man mehr empfehlen kann als andere. Da würde ich euch einfach empfehlen, schaut mal mein Kopf-Empfehlungsvideo. Da habe ich euch meine Lieblingsköpfe einmal zusammengefasst oder das Video 4 Köpfe, die jeder braucht mit den verschiedenen Kopfarten und was da jeweils so das Beste ist. Das heißt, da ist was dabei für Kamin, für Smokebox, für Mehrlochköpfe, für Funnel. Da ist alles mit drin. Die 2 Videos kann ich euch da auf jeden Fall ans Herz legen. Aber im Grunde kommt es nicht nur auf den Kopf an. Ja, man sollte einen gescheiten Kopf holen, aber man kann auch aus deutlich schlechteren Köpfen immer noch sehr gute Ergebnisse rausholen, wenn man eben den Kopfbau ordentlich macht. Eine Frage, die man auch sehr, sehr oft im Internet findet, ist, wie viel Wasser muss überhaupt in die Bowl? Wir müssen zwischen 2 Szenarien unterscheiden. Einmal, wenn ihr einen Diffusor unten dran habt, das heißt so ein Konstrukt, das mehrere kleine Löcher hat und das Ziehen somit smoother wird, die Pfeife leiser wird und die Pfeife auch weniger blubbert, und wenn ihr keinen Diffusor dran habt. Wenn ihr keinen Diffusor dran habt, gibt es so eine Faustregel, einfach einen Daumen breit Wasser und dann ist das Ding safe. Wenn ihr einen Diffusor dran habt, wird es ein bisschen tricky, weil dann könnt ihr auch ein bisschen weniger Wasser reinmachen. Ich würde sagen, das hört ihr dann, wenn ihr dran zieht. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, einfach einen Finger breit übers Ende vom Tauchrohr und dann passt das Ganze. Man kann leider bei den verschiedenen Pfeifen nicht einfach eine Milliliter-Angabe dazugeben, weil die meisten Bowls eben handgemacht sind und sowohl in Dicke als auch in Form ein bisschen unterschiedlich sind. Das heißt, wenn ich euch jetzt sage, in die Bowl müssen mit dieser Pfeife exakt 283 Milliliter rein, dann kann es sein, wenn ihr die Bowl habt, dass das bei euch schon zu viel oder zu wenig Wasser ist. Da kann man leider keine genaue Aussage treffen. Das müsst ihr einfach ausprobieren. Was ihr auch machen könnt, ist euch noch eine Wasserflasche parat legen und wenn ihr mal den perfekten Wasserstand hattet, führt ihr das Wasser von der Bowl in die Flasche und macht euch eine Markierung an der Flasche, schreibt euch dazu, das war die Mose Breeze auf der Standard Bowl, und dann könnt ihr, wenn ihr das nächste Mal die Pfeife mit der Bowl raucht, einfach Wasser in die Wasserflasche füllen bis zu eurer Markierung, kippt das dann in die Pfeife und dann seid ihr auf der sicheren Seite und habt immer den perfekten Wasser. Die nächste Frage auf der Liste ist, ab wann darf man denn Shisha rauchen und ab wann darf man sich eine Shisha kaufen? Die Shisha selbst ist ja nicht nikotinhaltig, hat keinen Tabak und nichts. Auf Amazon laufen die auch sehr, sehr oft unter Dekoartikeln. Das heißt, eine Pfeife darf sich eigentlich jeder kaufen, der laut Gesetz Kaufverträge schließen darf. Ich glaube, das müsste 14 sein, aber der wichtigere Part ist, um die Pfeife zu rauchen, braucht ihr ja einen Tabak oder einen Tabakersatz. Das heißt, wir haben Tabak, es gibt Zellstoff, es gibt Paste, es gibt Steine. Da gibt es viele verschiedene Sachen. Da hat sich aber was geändert, und zwar müssen diese Alternativprodukte seit kurzem auch mit der Tabaksteuer versehen werden. Und alles, was eine Steuerbanderole hat, ist automatisch ab 18. Das heißt, wenn ihr hier und da noch Steine ohne Steuerbanderole findet, die eigentlich wahrscheinlich nicht mehr verkauft werden dürfen, soweit ich weiß, dann könnte es sein, dass sie noch ab 14 oder 16 sind. Ich glaube, in der Regel sind Steine ab 16. Aber laut den neuesten Gesetzen und seit TPD2 müssen diese Produkte auch eine Steuerbanderole haben und sind somit auch ab 18.
Und generell, egal ob ihr jetzt die Pfeife schon früher bekommt, Rauchen ist ab 18 in Deutschland und es ist auch besser für euch, sich da dran zu halten. Wie sieht's mit Shisha-Rauchen aus, wenn man erkältet ist oder gerade eine kleine OP hatte oder eine offene Wunde? Bei offenen Wunden und bei OPs ist es ganz einfach. A, die Wunde könnte sich entzünden, wenn ihr raucht. Das heißt, ihr solltet auf jeden Fall so lange warten, bis ihr da keine Schwellung mehr habt, bis das Ding wieder zu ist. Wenn ihr eine OP hattet, wird euch auch oft verboten zu rauchen, aus dem einfachen Grund, dass Nikotin die Wundheilung ein bisschen beeinflusst und das negativ. Das heißt, wenn ihr irgendwie eine OP hattet, auch wenn es am Knie ist oder so, solltet ihr trotzdem nicht rauchen, bis die Wunde wirklich abgeheilt ist. Wenn ihr eine Erkältung habt, dann solltet ihr natürlich auch nicht rauchen. Gerade wenn ihr irgendwas mit Halsrachen oder Atemwege generell habt, solltet ihr es lieber lassen. Das ist natürlich im Ermessen von jedem selbst. Ich kann euch sagen, bei mir ist es so und das ist keine Empfehlung. Wenn ich ein bisschen krank bin, dann rauche ich trotzdem und wenn es mir wirklich scheiße geht, dann habe ich sowieso keinen Bock mehr auf eine Shisha und dann hat sich das sowieso auf natürlichem Wege erledigt, sage ich mal. Fakt ist aber, seid ihr erkältet, habt ihr eine Wunde oder hattet ihr eine OP, ist es immer besser, nicht zu rauchen. Ich selbst sage ja auch, ich bin nikotinabhängig und natürlich willst du dann wieder rauchen, auch wenn du gerade eigentlich nicht rauchen solltest oder nicht rauchen kannst. Seid ihr aber lieber vorsichtig, ansonsten zieht sich das noch mehr in die Länge und es dauert noch länger, bis ihr wieder gescheit rauchen könnt. Mein Papa hat immer gesagt, Junge, wenn du erkältet bist und rauchst, dann dauert es 7 Tage. Wenn du nicht rauchst, dann dauert es 1 Woche. Habe ich so ein bisschen zu meinem Motto gemacht, zumindest bei leichten Erkältungen, ist aber definitiv kein gutes Beispiel und absolut keine Empfehlung. Der nächste Quick-Tipp ist, wann ist die Kohle gut? Das ist relativ einfach zu beantworten. Kohle ist ja an sich schwarz, glüht aber, solange sie nicht in der Sonne ist, relativ schön rot, orange und manchmal sogar mit leichten Flammen. Ihr solltet darauf achten, dass die Kohle an keiner Stelle mehr schwarze Flecken habt, wenn ihr sie anmacht. Das heißt, selbst wenn die unten komplett rot ist, solltet ihr sie am besten trotzdem nochmal drehen, sodass alle Stellen schön am Glühen sind. Wenn ihr ganz auf Nummer sicher gehen wollt, dann lasst ihr eure Kohle so lange auf dem Anzünder, bis sie schon eine leichte, ganz minimale weiße Ascheschicht ganz außen drumherum gebildet hat. Wenn die Kohle noch schwarze Stellen hat, kann man das A schmecken und B entzündet sich die Kohle noch, wobei besonders viel Kohlenmonoxid entsteht, was A giftig ist und B auch dann, wie gesagt, vom Geschmack her wieder ein bisschen unangenehmer ist. Das heißt, für eine gute Shisha-Experience auf jeden Fall die Kohle komplett anmachen. Ihr könnt euch da einen Windschutz basteln oder einen A&O-Blazer mit 1500 Watt holen und dann geht das Ganze deutlich schneller. Zu all den Themen gibt es auch noch Videos auf dem Kanal. Eine weitere gute Frage für diese FAQ-Serie ist, wie lange hält sich Tabak und wie soll ich das Ganze eigentlich lagern? An sich kommen die meisten Tabaksorten in Deutschland mittlerweile schon in Packungen, sei es jetzt ein Zipper oder eine Dose, in relativ guten Verpackungen. Das heißt, man kann den da schon einfach drinnen liegen lassen. Ich persönlich packe zum Beispiel meine Kilodosen immer nochmal um. Ich habe mir da bei Mömax, ist keine Werbung, ich habe mit Mömax nichts zu tun, die sogenannten Anacret oder Anekret Aufbewahrungsdosen geholt. Die sind aus Glas, haben einen Bambusdeckel mit noch einem Dichtgummi drumherum und da fülle ich mir dann immer einen kleinen Teil von meiner Kilodose um, mische das zum Beispiel noch mit einem Windschutz an und dann kann man das lagern. In der Regel könnt ihr davon ausgehen, da gibt es immer wieder Ausnahmen, aber in der Regel könnt ihr davon ausgehen, dass Tabak mal mindestens 3, meistens sogar 6 Monate haltbar ist. Je nachdem, wie gut ihr den lagert, das heißt luftdicht und ohne Sonneneinstrahlung in einer kühlen Umgebung. Das muss jetzt nicht im Kühlschrank sein, auf keinen Fall, aber ihr solltet ihn jetzt nicht in der prallen Sonne oder im Wintergarten rumstehen lassen, wo es dann bei Sonneneinstrahlung auch mal irgendwie 40, 50 Grad werden oder so. Das heißt, normale Raumtemperatur, luftdicht und ohne Sonneneinstrahlung ist schon sehr, sehr gut und dann hält Tabak auch meistens 3 bis 6 Monate ohne Probleme. Wenn ihr da drüber seid, guckt euch den Tabak einfach mal an, riecht dran. Riecht der noch normal? Hat sich da irgendwie, haben sich da Kristalle in der Molasse gebildet? Sieht das alles noch normal aus? Hat der sich verfärbt? Hat sich die Dose verfärbt und so weiter? Guckt das Ding einfach mal an. Sieht das normal aus? Könnt ihr das probieren? Ich habe zum Beispiel letztens 10 Jahre alten Tabak geraucht, gibt es auch ein Video zu und das war auch vollkommen okay. Ja, das heißt, das Mindesthaltbarkeitsdatum von Tabak sind über 2 Jahre, solange er geschlossen ist. In der Regel 3 bis 6 Monate, absolut kein Problem und danach einfach mal gucken, sieht das Ding gut aus, riecht das Ding noch normal, dann probiert es einfach. Die letzte Frage und eine der definitiv am häufigsten auftauchenden, welche Shisha soll ich mir kaufen, welche Shisha ist gut, welche Pfeife raucht am besten? Erstens,
Solange eure Pfeife dicht ist und ein gewisses Mindestmaß an Durchzug hat, was eigentlich bei jeder Pfeife, die in Ordnung ist, gegeben ist, also bei fast allen Pfeifen, die in Deutschland auf dem Markt sind, ist das so, kommt es beim Rauch nicht auf die Pfeife an. Der Rauch entsteht aus der Kombination aus Kopf, Kopfbau, Hitzemanagement-Device, das heißt zum Beispiel eine Smokebox oder Kamin oder Alufolie. Das solltet ihr dann passend zu dem Kopf wählen und wie ihr den ganzen Kopf baut. Ja, das heißt, der Kopf in Verbindung mit dem Kopfbau und wie ihr dem Kopf Hitze gebt und wie viel Hitze ihr dem Kopf gebt, das entscheidet über den Rauch, aber nicht die Pfeife, solange sie dicht ist. Wenn also die Pfeife jetzt beim Rauch nichts ausmacht, dann solltet ihr euch überlegen, was brauche ich denn für eine Pfeife? Will ich lieber eine große Pfeife, eine kleine Pfeife, eine Steckpfeife oder eine mit einer Gewinde an der Bowl? Will ich vielleicht eine Pfeife, die besonders cool aussieht, vielleicht dann eher was Russisches in einem coolen Design oder ist mir die Verarbeitung besonders wichtig? Aber zu all diesen Themen habe ich nochmal ganz ausführliche Videos gemacht, wie man sich raussuchen kann, welche Pfeife für einen selbst die richtige ist. Schaut euch die am besten nochmal an. Ansonsten hoffe ich, dass euch die Tipps bis hierhin helfen konnten. Wenn euch so Videos gefallen, gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen, dann verpasst ihr auch die nächsten Videos nicht, die euch hoffentlich helfen, besser Shisha zu rauchen. Das ist zumindest die Hoffnung und die Motivation hinter den Videos. Ich hoffe, dass ich den Leuten, die sowieso Pfeife rauchen wollen, helfen kann, dass sie besser starten und nicer reinkommen in die Shisha-Szene. Das war's. Wie gesagt, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, Abo und dann bis zum nächsten Mal. Eure Shisha-WG.